Herzlich willkommen zurück zu Martha is Dead. Ja, wir sollen einen Vogel fotografieren. Speziell einen Spatz, wenn es möglich ist. Was hatte die nochmal gesagt? Nee, das war das mit den Rahmen. Mache ein Foto im Garten. Ja, da steht jetzt nur Garten. Sie hatte aber irgendwas gesagt, dass sie wohl die Vögel immer mit irgendwas angelockt hatte oder so. Das weiß ich natürlich nicht, womit. Das ist wahrscheinlich dann eher hinterm Haus hier. Boah, alles nur in Weiß. Das schönste Klinikum der Welt. Alles in Weiß. Hier geht es in den Wald, glaube ich, runter. Was gehört jetzt zu eurem Garten? Theoretischerweise doch das Ganze hier, oder nicht? Aber wir müssen, also wir haben ja schon gelernt, dass wir feste Kameras haben. Das heißt, wir müssten irgendwo, ach da ist, nee, da ist keine Kamera. Also kein Kameraplatz, aber wir können da die Kamera anscheinend auch so benutzen. Wenn es denn funktioniert. Oder muss ich die Kamera... Moment. Ach so, die muss ich erst rausholen, okay. So, das ist alles schön. Du wirst sie benutzen, um während des Spiels Fotos zu machen. Einige Fotos werden versteckte Elemente enthalten, die die Geschichte des Spiels voranbringen. Okay. Während du die Kamera hältst, erscheint ein Symbol, das Punkte von fotografischem Interesse anzeigt. Dieses Symbol erscheint und wird deutlicher, je näher du ran bist. Drücke X, um die Kamera und alle montierten Zubehörteile zu sehen. Warum sollte ich mir die ansehen wollen? Du hast noch keine Kameraskins freigeschaltet. Okay. Suche das Motiv, das du fotografieren möchtest und drücke A, um fortzufahren oder Y, um zu beenden. Oh, lasst mich doch einfach mal machen, Leute. Du bist dabei, dein erstes Bild aufzunehmen. Um die Simulation zu vereinfachen, zeigt die Bildvorschau die Einstellungen an, während du diese an der Kamera änderst. In der Realität wird das Bild des Suchers durch das Sekundärobjekt gesteuert und reagiert nur auf den Fokus. Der ist zwar schon längst weg, wenn ich so nah hingehen würde, aber... Motiv unscharf. Ja, aber ich kann es ja nicht richtig schärfen. Einstellungsfeld... Belichtung, Blende, Fokussierung. Ne, da wird es immer schlimmer. So ist scharf, okay. Drücke RB, um zu Extras zu wechseln. RT. Boah, ist das kompliziert. Aber wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet. Die Sonne. Glückwunsch, du hast dein erstes Foto geschossen. Du kannst im Laufe des Spiels so viele Fotos machen, wie du willst. Aber denke daran, dass nur einige wenige für den Fortgang der Geschichte entscheidend sein werden. Später wirst du erfahren, wie du die aufgenommenen Fotos entwickeln kannst. Achso, sollen wir das noch nicht machen? Ich habe das Bild gemacht. Jetzt geht es direkt in die Dunkelkammer im Keller, um es zu entwickeln. Meine ich doch. Dann machen wir das doch mal. Papa ist seit kurzem General in der deutschen Armee. Früher hat er an der Front fotografiert. Aber jetzt gibt er stattdessen mir sein Material zum Fotografieren. Jetzt, da Martha weg ist, kann nur noch diese Kamera meine Ideen und Erinnerungen festhalten. Ich darf nichts vergessen. Ja, können wir das direkt damit machen? Wahrscheinlich nicht, oder? Was ist denn das hier überhaupt für ein Ding?
Ach, ist das, um die Negative zu schneiden? Nee, anzuschauen? Um ein Foto zu entwickeln, musst du zunächst den Vergrößerer verwenden. Der Vergrößerer ist ein optisches Gerät, mit dem du Fotopapier verarbeiten kannst. Nach der Aufnahme eines Fotos muss der Film in mehreren Schritten entwickelt werden. Dieser Aspekt wurde der Einfachheit halber weggelassen. Ja, hoffentlich. Aber in Wirklichkeit sind die Schritte wie folgt: Der Film wird zunächst auf eine Spule aufgerollt und in einen kleinen Entwicklungstank gelegt. Dieser Tank wird dann in den Entwickler getaucht, gespült und anschließend in ein Stoppbad getaucht. Anschließend wird er erneut gewaschen, getrocknet und schließlich geschnitten. Du findest deine Filmrollen bereits entwickelt und fertig für Abzüge vor. Wähle das Bild, das du auf Papier übertragen möchtest. Die Vorschau auf der linken Seite hilft dir bei der Auswahl. Ja, ich möchte jetzt endlich mal auswählen. Mit dem Vergrößerer kannst du deine Fotos noch individueller gestalten. Du kannst wählen, auf welchen Teil des Papiers das Bild zu sehen sein soll. Du kannst den Fokus einstellen und wählen, wie lange das Fotopapier belichtet wird. Mit dem Rotfilter kannst du das Bild auf das Papier projizieren und sehen, ohne es, achso, das Bild sehen, ohne es zu belichten. Verwende die Bedienelemente, um das Papier auf den Tisch zu verschieben und die Vergrößerung und den Fokus einzustellen. Okay. Wenn die drei Kreise ausgerichtet sind, ist das Bild fokussiert. Achso. Wenn du das Bild nach der Ausrichtung immer noch unscharf hast, hast du es wahrscheinlich so aufgenommen. Ja, super. Spiele so lange mit der Einstellung, bis du zufrieden bist. Wenn du bereit bist, drücke X. Ah, nee, jetzt muss ich erstmal was anderes drücken. So, Fokussierung. So. Ja, das ist toll, dass Fotos hier hergestellt werden können. Links, rechts. Hier mit den anderen Tasten. Also, damit muss ich dann. Wenn der Rotfilter entfernt wird, wird das Bild auf das Papier belichtet. Dieser Vorgang wurde automatisiert und beschleunigt im Vergleich zur Realität. Das will ich doch hoffen. So, Papier eintauchen. Ach du Scheiße. Ich wusste ja nicht, dass das Spiel so kompliziert ist. Um eine ideale Belichtung zu erreichen, nimmt das Papier aus dem Entwickler, wenn der Timer im grünen Bereich ist. Ja, genau. Wahrscheinlich läuft er auch total schnell. Wenn du das Papier zu früh oder zu spät herausnimmst, wird das Bild ruiniert und du musst es erneut entwickeln. Ach, ihr könnt mich doch mal. Womit nehme ich das denn? Achso, mit X. Okay. Ja, interessiert mich nicht, was in der Wirklichkeit ist. Es ist mir auch so schon zu kompliziert gerade. Kein schlechtes Beziehungsweise Foto. dauert zu lange. Die Kamera scheint perfekt zu funktionieren. Jetzt kann ich ein Foto mit Selbstauslöser für Marthas Rahmen machen. Der Hierophant habe ich freigeschaltet. Sehr schön. In das Album legen. Quasi als Erinnerung. Okay. Wir sind genial, aber was machen wir jetzt? Das ist die Frage. Also, beziehungsweise, ich weiß, was wir machen sollen, aber ich brauche ein Stativ. Also, irgendeins. Ach, Moment, wir haben noch eins. Der Keller, im Keller wird eins sein. Ja, wir haben noch eins gesehen. War das hier links? Ja, genau. Jetzt können wir das mitnehmen. Sehr geil. Nein, bleib stehen. Ach, dieser Controller, der sich immer selbstständig bewegt. Der Selbstauslöser ist eingerichtet.
Das Problem ist nur, wer stellt die jetzt scharf? Was ist das jetzt für ein Zeichen? Ich möchte aber gern noch eins machen. Darf man das nicht? Och, kommt, Leute. Ach so, der Film ist voll, oder was soll das heißen? Mit einem Foto? Ernsthaft? Jetzt müssen wir wieder zurücklaufen. I'm walking. Du, du, du. Machen wir jetzt jedes Foto hier einzeln? Es ist immer wieder aufregend, ein Foto zu entwickeln. Ja, vielleicht in der Realität. Zuerst sieht man gar nichts. Und trotzdem ist etwas Unsichtbares auf dem schwarzen Film eingefangen. Eine Art Geist. Dieser unsichtbare Atem kehrt dann zurück, um die Realität zu enthüllen, aus der er gerissen wurde. Manche sagen, dass die Fotografie die Seele stiehlt oder einfängt. Deshalb hat man früher die Toten fotografiert. Aber heutzutage macht das fast niemand mehr. Auch wenn es nur ein Irrglaube ist, will ich Martha fotografieren. Ich will eine kleine Erinnerung an Martha bei mir haben. Aber ich muss es heimlich machen, sonst hält man mich für verrückt. Belichten, da. Das heißt, wir müssen dann unsere Schwester auch noch fotografieren. Das ist die nächste Aufgabe. Okay. Wahrscheinlich hätte die uns das nicht gesagt, wenn wir jetzt nicht hier hingekommen wären und das entwickelt hätten. So. Das irritiert, dass wir uns gerade selbst sehen können. Ach nee, das ist das Bild, das wir sehen. Aber im Endeffekt ja, sind wir es ja das selbst. Das bin ich. Niemand konnte mich und Martha auseinanderhalten. Aber wir konnten unsere Unterschiede so klar erkennen. Es ist seltsam, dass das, was uns am meisten ausmacht, für niemanden sichtbar ist. Ich dachte zwanghaft an Martha und daran, was passiert war. Aber plötzlich übernahm ein Gedanke die Kontrolle. Die Erinnerung an diesen Tag am See wurde immer mehr wie ein Traum, da nach jedem Aufwachen das Bild davon immer mehr verblasst war. Waren die Erinnerungen nur ein Hirngespinst? War ich es, die meine Schwester verletzt hatte? Ich habe sie immer beneidet. Und jetzt hatte ich ihre Identität übernommen. Ich hatte schreckliche Gedanken. Ich beschloss, direkt zum See zu gehen, um die Filmrollen zu holen. Ich war mir sicher, dass sie eine andere Geschichte erzählen würden. Aber tief im Inneren hatte ich gehofft, dass sie meine schwindende Erinnerung bestätigen würden. Die Tür ist natürlich verschlossen. Wenn die Schlüssel nicht wie üblich am Schloss hängen, dann sind sie in Papas Arbeitszimmer. Wir leben jetzt in Angst. Meine Eltern lassen mich nach Marthas Tod nicht mehr an den See fahren. Also ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Ich muss es einfach wissen. Die Selbstzweifel fressen mich auf. Wir müssen doch noch das Bild von ihr machen. Die Rollen. Feuerzeug kann auch aus der Tasche herausgenutzt werden. Ich möchte noch ein Bild von dir machen. Frage ist, kann ich das jetzt hier so in der Nacht machen, ne? Nee. Da. Kamera es ist kann ich jetzt. Ja. Und ich kann das Licht nicht anmachen. Das ist gefährlich. Ich brauche einen Blitz für die Kamera. Den kann ich unter Papas Sachen im Zimmer unter seinem Schlafzimmer suchen. Unter seinem Schlafzimmer. Das müsste doch irgendwo da sein, oder? Hm.
Schau mal eine an. Das war aber kein Blitz, oder? Neue Kameraskin. Soll das echt ein Blitz gewesen sein? Moment. Muss ich nicht kombinieren? Müsste ich jetzt theoretisch drin haben. Moment. Ich meine, so ein Blitz ist ja auch gar nicht auffällig. Aber ich kann sie trotzdem nicht benutzen, oder wie? Hä? Was ist das jetzt hier? 18. Juli. Alles hat sich verändert. Ich fühle mich wie ein anderer Mensch. Die besten Dinge an mir sind alle mit Martha gegangen. Mein Enthusiasmus, meine Lust am Leben und die Lust, Späße zu machen. Ich bin allein, mir selbst überlassen, durcheinander, ohne Wünsche und Erwartungen. Ich spielte am See mit den Kameras herum, als ich einen Körper auf dem Wasser treiben sah. Ich weiß nicht mal mehr, was ich davor getan habe. Noch eine Gedächtnislücke. Der leblose Körper war der von Martha, meiner Schwester. Mama rannte auf mich zu und nahm mich in den Arm. Sie hielt mich für Martha und die Tote für mich, Julia. Ich löste die Verwechslung nicht auf und jetzt ist es zu spät. Wenn sie herausfinden, dass ich alle belogen habe, ich will gar nicht daran denken. Ich fühle mich schrecklich schuldig, so zu tun, als wäre ich Martha und taub zu spielen. Ich habe das Foto für Marthas Rahmen gemacht. Ich weiß, dass es jetzt zu spät ist. Und ich habe einen unglaublichen Schmerz gefühlt, als ich das Bild dort platzierte. In diesem Moment habe ich mich für immer von ihr verabschiedet. Mir wurde klar, dass sie weg war und dass es kein Zurück mehr gab. Es gibt eine Sache, die ich für Martha tun muss. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Die Partisanen können sie nicht getötet haben. Das ist einfach nur lächerlich. Lapo ist mein Freund und er ist einer von ihnen. Er hat uns geliebt. Wir kennen sie alle, also ist es schlichtweg unmöglich. Ja, das hilft uns allerdings nicht weiter, was das Foto hier betrifft. Ich dachte, wir haben jetzt hier einen Blitz drauf. Wie war das? Die Skins konnte man sich aber... Albumkarte, Protokoll. Oh, wir haben eine Karte. Okay. Nur die Story-Fotos. Okay. Protokoll. Ja, aber anscheinend... Ach so, oder ging das jetzt nicht? Moment, das kann natürlich sein. Wieso geht sie jetzt zurück? Sie geht dann automatisch zurück. Wieso geht sie dann immer zurück? Ja, aber offensichtlich können wir das jetzt gerade wirklich nicht benutzen. Wir können die Schere benutzen, aber die wollen wir ja nicht benutzen. Ich habe gerade nicht den Mut, das Telefon zu benutzen. Nicht jetzt. Boah, jetzt müssen wir das immer wieder reinnehmen, oder was? So, wo wollten wir jetzt nochmal genau hin? Kamera ausprobieren. Die Seele auf dem Foto. Mache ein Foto von Martha. Finde den Kamerablitz. Ja, den... wollte ich ja eigentlich holen, aber anscheinend war der das nicht. Es ist zu dunkel, um ohne Blitzgerät zu fotografieren. Unter den Sachen meines Vaters im Arbeitszimmer befindet sich sicher auch eins. Ja, aber unten ist ja nur das Arbeitszimmer von der Mutter, nehme ich mal an. Und ich hatte jetzt gedacht, dass links... Ah nee, das war aber die Küche, ne?
Das war die Küche. Hier kamen wir nicht durch, ne? Kann auch sein, dass das die Tür war, die wir vorhin probiert hatten. Ich weiß es nicht mehr. Ich gehe trotzdem mal in den Keller. Da ist zwar eigentlich der Arbeitsplatz der Mutter. Aber vielleicht ist hier auch irgendwo der Arbeitsplatz vom Vater. Ach so, oder meint er damit die Dunkelkammer? Das kann natürlich auch sein. Da würde ich persönlich jetzt schon eher vermuten, dass ein Blitz sein könnte. Was haben wir denn hier alles? Blaufilter, ideal für Innenaufnahmen. Ach so. Orangefilter, bei Nebel verbessert er das Bild, da er ihm etwas Kontrast verleiht. Mit diesem Objektiv kann ich sehr nah herangehen. Man nannte es auch Makroaufnahme. Ein Objektiv und eine Rolle Infrarotfilm. Die halten auf Film fest, was das blanke Auge nicht sehen kann. Ja, das ist doch schon mal positiv. Die Frage ist jetzt nur, wo kriege ich den Blitz her? Was will sie da jetzt? Was haben wir da? Ich habe ja nichts gemacht. Okay. Hallo? Okay, Feuerzeug kann ich auch nicht benutzen. Was ist jetzt los? Nein, ich will da nichts reinmachen. Nein. Ah, schön. Jetzt habe ich wieder Licht. Sehr schön. Okay. Dann möchte ich aber trotzdem. Achso, das Feuerzeug dürfen wir jetzt hier gar nicht benutzen, oder was? Das ist ja blöd. So, hier sehe ich dann überhaupt nichts mehr. Das ist aber, denke ich mal, nicht das Arbeitszimmer vom Vater. Aber wir haben das Stethoskop. Das können wir jetzt anscheinend endlich mal so Für mitnehmen. Fotos mit einer langen Belichtungszeit ist Ein ein Stativ Stativ. erforderlich. Ja, was habe ich gesagt gerade? Nicht Stativ, ne? Stethoskope habe ich gesagt. Ja. Ja, wir Ich sind habe keine jetzt, was Ärzte. ich brauche, um Infrarotfotos zu machen. Das ist schön, aber wir brauchen immer noch den Blitz. Hallo? Ja, vielen Dank, dass ich nie sehen darf, was ich hier gerade mache. So. Tja, wo kriege ich jetzt einen Blitz her? Oder anders gefragt, wo ist dieses verdammte Arbeitszimmer? Infrarot? Da ist irgendwas. Jetzt nicht mehr. Die Frage ist, können wir das schon nutzen, quasi ohne Blitz, um ein Foto von ihr zu machen? Weil Infrarotaufnahmen, ich meine, gut, so ganz dunkel ist es dann natürlich nicht. Ja, gut, wenn ich jetzt natürlich das das Feuerzeug ausmache, ist es richtig dunkel. Moment. Aber ich kann hier keine Infrarotaufnahmen machen, oder was? Ist das euer Ernst? Oh. Okay. Hier kommen wir nicht durch. Schauen wir mal. Da waren wir überall schon. Hier hat auch keiner zufällig was liegen gelassen. Ist auch schon komisch, weil wir sind komplett ohne Essen rausgegangen. Und jetzt quasi auch komplett ohne Essen wieder hier. Das ist immer noch abgeschlossen. Moment, da oben können wir auch noch mal gucken.
Als ich als Kind ein paar Jahre bei Nanny verbracht habe, war das mein Zimmer. Ach so, deswegen schläft sie woanders. Ist das jetzt sein Arbeitszimmer? Da waren wir nämlich noch gar nicht drin. Angeln geht er anscheinend auch. Das sieht mir doch sehr nach Blitz aus. Hier ist der Kamerablitz. Jetzt kann ich Martha auch im Dunkeln fotografieren. Sehr geil. Was ist Papas das? Sachen. Kriegskarten. Ich habe gehört, dass sich alles an dieser neuen Verteidigungslinie abspielen wird. Okay. Brief oder so wollen wir jetzt von ihm nicht lesen, ne? Aber ich würde gerne mal kurz gucken, wo führt denn das hier hin? Ein Schlüssel. Klauen wir den doch einfach auch. So. Was ich gerne mit Fotos mache, macht er anscheinend gerne, also wenn das von ihm ist, auf Bildern. Würde ich auch unheimlich gerne machen. Ach, hier kann man nochmal hoch. Oh, okay. Da gehen wir dann doch mal lieber wieder runter. So, trotzdem sehr schön. Telefon. Okay, ich denke mal nicht, dass wir dann bei uns im Zimmer noch irgendwas machen können. Gehen wir mal direkt runter. Ja, ist ja gut. Hat da gerade was geblinkt? Hm, anscheinend nicht. So, jetzt fotografieren wir dich aber. Benutze Kamera. Hm. Einstellungsfeld. Wie komme ich denn jetzt nach rechts? Ach so, okay. Ja, die Frage ist... Ah, jetzt. So, dann Fokussierung. Ich würde aber eigentlich gerne das Ganze ein bisschen nach unten machen. Höhe. Ach so, okay. Nein, jetzt bleib stehen. So. So, und dann alles einstellen. Mhm. Ich weiß auch nicht, doch, da war es doch gerade. Das ist scharf. Das Problem ist halt, es ist immer noch zu dunkel. Ich muss aber eigentlich beides komplett hochziehen. Kann ich den... Ach so, Moment. Kann ich den... Den Blitz... Wichtiges Merkmal der Geschichte nicht richtig erfasst wurde. Du kannst fortfahren, aber die Geschichte wird wirklich... Ach nee, ich will ja nur wissen, wie man den Blitz einstellt, Leute. Extra? Ach so, Moment. Blitz? Ah! Okay. Erledigt.
Es ist schön, dich immer an meiner Seite zu haben. Auch wenn es nur ein Bild ist. Ah, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Sehr schön. Was haben wir denn jetzt für ein Ziel? Mache ein Foto. Achso, ja klar, entwickle das Foto. Das wäre ja logisch irgendwie. Gut, das werden wir heute auf jeden Fall noch machen. Es ist wirklich so ein Walking-Simulator in Sachen Fotos entwickeln, habe ich so das Gefühl. So. Schleichwerbung, ich hab's gesehen. Einmal Fotopapier. So, dann das. Fokussieren. Der Rest sieht auch ziemlich gut aus. Wie war das jetzt hier mit, ne? Kriegt das nur nicht so komplett übereinander. Ah, jetzt. Papierbelichtung. Ein Foto ist Gegenwart und Vergangenheit zugleich. Wie ein lebloser Körper. Ich weiß nicht, was ich mir davon erhoffe. Vielleicht ist es albern zu glauben, dass man die Seele von jemandem einfangen kann, der gestorben ist. Mal sehen. Ihr Gesicht kann mir nicht mehr verraten, ob es meine Schuld war. Das hätte mir eigentlich schon klar sein müssen. Ich kann nur an den See fahren und die Filmrollen holen. Ja, wir müssen an die See fahren und die Filmrollen holen. Das werden wir wahrscheinlich dann alles im Dunkeln machen müssen, so wie es aussieht. Nein. Du hast jetzt nicht ernsthaft gerade die Kamera rausgeholt? Ja, genau, da habe ich mich drauf gedrückt. So, okay. Frage ist, machen wir das am nächsten Tag oder machen wir das in der Nacht? Weil ich denke mal, dass wir das hier in der Nacht machen werden. Und dass wir dafür die Tür aufschließen. Genau, wir können die Tür aufschließen. Dann würde ich aber sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns dann die Rollen vom See in der nächsten Folge holen werden. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.